So, und damit wieder willkommen zurück. An diesem Dienstag. Wir haben fertig gepresst. Fahren jetzt eben zum Händler, weil ihr seht, es am Konto stand. Wir haben Geld ausgegeben. Für einen Sammelwagen. Einen Autoload-Sammelwagen. Ja, dann werden wir die Ballen sammeln, auf dem Hof stellen. Weil die sind sowieso noch nicht fertig, logischerweise. Und Mission läuft bis jetzt. Da müsst ihr eigentlich mal gucken gehen, ob der Superliner mal angekommen ist. Oder wo der rumgammelt. Der fährt da immer noch hin. Warum fährt denn nur 13 km/h? Okay. Weil ich vergessen habe, die Schläuche anzuschließen. Die habe ich aber jetzt gerade schnell angeschlossen. Aber das erklärt es natürlich. Das müsste eigentlich schneller fahren können. Wie 15 km/h. Naja. Aha. Geht doch. Geht doch. Weil 13 km/h ist ja wirklich nicht viel, wenn er dann irgendwann mal voll ist. Und der oder leer fährt. Ich hoffe, da tut es noch, sonst muss ich gleich manuell einmal leer fahren. Den Drescher einmal abbunkern. Scheint es gerade so getan zu haben. Wir beobachten das Ganze jetzt mal ein bisschen auf der Karte. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Ja. Wir müssen den einmal eben manuell leer machen. Weil der Drescher jetzt keinen Punkt gefunden hat, wie er bis da kommt. Also bleibt er einfach vor Ort und Stelle stehen. Laut hier. Was macht denn der jetzt? Ja, Biesen, du beschränkt. Beim Entladen stehen bleiben, aktivieren. Okay, er hat sich wieder aufgestellt. Passt ja dann. Lass mal den einfach mal leer laufen. Die Mission hier wird eine Weile dauern. Die wird definitiv eine Weile dauern. Wenn ich das so sehe. Aber hey, es gibt Schlimmeres. Definitiv gibt es Schlimmeres.
Dann kann ich auch gleich den Punkt neu setzen von dem LKW. Joppi, Doppi. Und zwar kannst du dann hier starten, bitte. Okay. Chaos, check. Also Chaos haben wir jetzt schon mal, können wir abhaken. Haben wir. Haben wir erfolgreich geschafft. Ich sag ja, der Riesenvorteil ist halt, dass die Beine jetzt nicht runterrollen. Aber die Presse hat halt nicht nur Vorteile, die hat auch Nachteile. Es ist einfach so. Durch Stehenbleiben hat man halt im Endeffekt riesen Nachteile. Ich werde gleich einen Wiesenwalzer mieten. Dann werden wir walzen. Weil normalerweise muss ich ehrlich gestehen, ansehen braucht man jetzt eigentlich nicht. Wegen Jahreszeit und so. Theoretisch, also nicht mehr für dieses Jahr. Bin ich jetzt Gaga? Ja, Grünlandpflege. Mit Saatgutbehälter bitte. Was kann die eigentlich mit Saatgutbehälter? Gras. Gras ist das Wichtige. Gras ist im Endeffekt das Wichtige. Wir haben ja eine oder andere Stelle, wo nachgesät werden müsste. Und dann können wir das einfach mal machen. Ja, die Frage ist halt wirklich noch, kümmern wir uns auch mal um die Sammelobjekte? So als Bonusverdienst. Oder soll ich jetzt anfangen, auf eine reine Graslandkultur zu gehen? Was mir persönlich ehrlich gesagt nicht ganz so gefallen würde. Dann hatte ich euch ja letzte Woche gefragt, wie es aussieht mit dem manuell ankuppeln, drin lassen, rausnehmen. Euch egal. War ja auch die Frage. Leider keine Äußerung zu bekommen. Also machen wir jetzt mal ein bisschen Grünlandpflege. Machen wir einfach mal ein bisschen Grünlandpflege. Weil, wie gesagt, ansehen brauchen wir aktuell eigentlich nicht. Theoretisch könnten wir. Den kleinen Saatguttank mal hier ein bisschen auffüllen. Oh, Wahnsinn, ey. Wie schnell Sorghumhirse einfach den Drescher vollballert, ist der Wahnsinn.
Okay, wir übersehen. Ah, okay. War es auch nicht schlimm. Ist auch nicht ganz so schlimm. Was natürlich wieder tragisch ist, die Arbeitsgeschwindigkeit. Ich meine, beim Einsehen, klar. Aber so generell. Was bringt uns das dann? Ertragsbonus. Gedüngt. Ja gut, der Ertragsbonus, der steigt halt, ne? Aber ich mache jetzt nur die Bahnen. Ich sehe nur die Bahnen bei, wo wirklich was fehlt. Boah, das Ding hochmachen lohnt sich gar nicht. Oder die Stellen beisehen. Ohne die Düngefunktion ist der Ertragsbonus auch wesentlich höher. Finde ich auch schon mal lustig. Weil wir sehen jetzt nur Gras bei an den Stellen, wo auch wirklich fehlt. Nicht mal wegen dem Ertragsbonus, sondern einfach, damit nicht ganz so viel durchgepustet wird. Einfach da, wo fehlt, wird jetzt nachgesät. Sonst wird mir ehrlich gesagt zu viel Material durchgepustet, einfach für nichts. Muss ja auch nicht sein. Unsere netten Bienchen. Ja, knapp. Knapp, aber geht. Ach ja. Stimmt ja, wir haben keinen 360-Grad-Wendehals mehr. Stimmt ja. Ich hatte gerade vergessen, in welche Richtung wir uns gedreht hatten. So blöd es auch klingt. Und ich weiß, dass es dämlich klingt. Doch, ich weiß, was wir ansehen können noch. Ölrettich. Machen wir einfach eine Runde Ölrettich auf dem Acker da. Weil, warum nicht? Und im Frühjahr arbeiten wir dann unter. Könnte man so machen, oder? Obwohl, der wird eigentlich nur untergerubbert, ne? Obwohl, wir können ihn einfach unterflügen. Ist auch egal, eigentlich. Hauptsache untergearbeitet. Wird der nicht normalerweise vorher noch gemulcht? Ich bin mir da gerade echt nicht sicher. Ich bin mir da wirklich gerade nicht sicher. Dann würden wir die Walze nämlich dann nachher noch leer fahren. Und dann weiterschauen. Aber er tut sich schon schwer, ne? Da muss ich gleich mal noch gucken. Eigentlich sollte der selbst abfahren. Eigentlich sollte der Drescher selbst abfahren. Muss ich gleich nach der Folge mal gucken. Aber damit würde ich auch sagen, beende ich diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Tschüssikowski.